Das Thema dieses Talks ist auch für den OU Berlin besonders wichtig und wir haben uns damit in den vergangenen Tagen und Wochen viel beschäftigt. Es geht um Hygienekonzepte. Michael Libuda und Erich Josef von der Clubkommission Berlin werden uns darüber berichten, worauf es ankommt bei Hygienekonzepten und der Frage How-to-Hygienekonzept auf den Grund gehen. Wenn ihr Fragen habt an die beiden, dann stellt die bitte über Twitter unter dem Hashtag RC3OU oder im IRC-Channel unter Hashtag RC3-OU. Jetzt erstmal herzlich willkommen, Michael und Erich, und viel Spaß beim Talk. Willkommen zu unserem Vortrag How to Hygienekonzept Open Airs veranstalten im Jahr 2021. Mein Name ist Erich Josef und das ist mein Arbeitskollege Michael Libuda. Wir arbeiten bei der Clubkommission Berlin und beschäftigen uns mit dem Thema von Open Airs, freie Open Airs, und seit dem Sommer vermehrt mit dem Thema Hygienekonzept. Ja, dann kommen wir gleich zu einer kleinen Übersicht, was wir heute behandeln werden. Zwar beschäftigen wir uns erstmal mit dem Thema, was ist ein Hygienekonzept, dann mit Infektionsschutzverordnung, ein bisschen Behördenarbeit, einem Rückblick auf den Sommer 2020 und dann kommen wir selber nochmal zu einem Hygienekonzept, was wir ein bisschen mit euch durchsprechen wollen. Also, was ist ein Hygienekonzept? In einem Hygienekonzept beschreibt ihr die hygienischen Maßnahmen, die ihr auf einer Veranstaltung anwenden wollt, sehr detailliert. Ihr wollt, also diese hygienischen Maßnahmen sind euch quasi vorgegeben in den jeweiligen Infektionsschutzverordnungen. Das ganze Thema Hygienekonzept kam jetzt seit der Corona-Pandemie sehr stark auf. Wir haben wir müssen mittlerweile bei fast jeder Veranstaltung, egal ob öffentlich oder privat, ein Hygienekonzept haben. Dieses Hygienekonzept muss richtig sein. Also wir können Hygienekonzepte, zumindest in Berlin, nicht vorab einreichen. Dafür fehlen leider die Kapazitäten. Wir haben selber probiert, das geht nicht. Gleichwohl können aber Behörden Hygienekonzepte verlangen vorab. Da müsst ihr sie einreichen. Bei einer Veranstaltung, die wir durchgeführt haben, war es zum Beispiel so, dass dieses Hygienekonzept vorher verlangt wurde. Es ist dann aber tatsächlich nicht weiter darauf eingegangen, sondern uns wurde dann einfach als Antwort ein Hygienerahmenkonzept von Visit Berlin, der Berliner Tourismusagentur, vorgelegt, wonach wir uns denn bitte richten sollen. Das Rahmenkonzept haben wir euch nochmal im Anhang verlinkt, weil wir es doch recht wichtig finden und ist auch gut ausgearbeitet. Dann Hygienekonzept. Wie sieht es aus? So ein Hygienekonzept ist tatsächlich juristisch nicht definiert. Es hat jetzt keine genaue Vorgabe, wie es auszusehen hat. Das heißt, ihr könnt ein Hygienekonzept in einer Tabelle haben, ihr könnt es als Fließtext haben, ihr könnt Stichpunkte aufschreiben. Das ist vollkommen euch überlassen, wie das aussieht. Noch ein wichtiger Unterschied zum Hygieneplan. Der Hygieneplan ist eine Arbeitsanweisung und damit rechtlich bindend. Den gibt es zum Beispiel in lebensmittelverarbeitenden Betrieben. Das ist noch so ein kleiner, aber feiner Unterschied. So, das ist also ein Hygieneplan ist nicht gleich Hygienekonzept. Dann Infektionsschutzverordnung. Wir werden nur die Berliner Infektionsschutzverordnung behandeln, einfach weil wir aus Berlin sind und uns mit der jetzt die ganze Zeit beschäftigt haben. Die so vom Inhalt und vor allem von dem, was sie umsetzen wollen, nämlich was das Ziel dieser Infektionsschutzverordnung ist oder Infektionsschutzgesetz, je nach Land heißen die auch unterschiedlich, ist eigentlich immer das Gleiche, und zwar, dass die Ausbreitung des Coronavirus eingedämmt werden soll. Dazu werden dann verschiedene Mittel eingesetzt, die Reduzierung von Kontakten, der Mindestabstand von 1,50 Meter, dann Maske tragen, also Alltagsmaske, so eine Sachen, so, das ist überall gleich, wie genau das ausgearbeitet ist,
Und das ist dann in den jeweiligen Infektionsschutzverordnungen und auch in den jeweiligen Ländern unterschiedlich. In Berlin sind wir jetzt am 18.12., wenn wir dieses Video aufnehmen, sind wir bei der 14. Infektionsschutzverordnung, die ist vor kurzem in Kraft getreten. Es werden jetzt noch einige Infektionsschutzverordnungen mehr kommen. Wir werden davon ausgehen, oder wir gehen davon aus, dass wenn sich die ganze Pandemielage wieder ein bisschen beruhigt, dass die Maßnahmen auch wieder gelockert werden und auch Veranstaltungen wieder stattfinden dürfen. Das ist im Moment leider nicht so. Seit November zum Beispiel ist es in Berlin verboten, gänzlich Tanzveranstaltungen durchzuführen. Das war davor draußen zumindest legal, im gewissen Rahmen. Ich gucke gerade auf meine Notizen, ob ich etwas vergessen habe. Nö, sieht nicht so aus. Genau, in Berlin waren Tanzlustbarkeiten, also Tanzveranstaltungen, ist ein fieses juristisches Wort, waren von Anfang an in geschlossenen Räumen verboten. Das ist, glaube ich, überall in Deutschland so gewesen. Es hat auch gewisserweise Sinn gemacht, oder es macht Sinn, so Stichwort Aerosole. Dann ab dem 24. Juni waren dann Tanzlustbarkeiten nicht mehr ausdrücklich im Freien verboten in Berlin. Es war dann nur noch die Rede davon, dass Tanzlustbarkeiten in geschlossenen Räumen verboten sind. Das heißt, seitdem durften, in der Vergangenheitsform durfte in Berlin wieder draußen gefeiert werden. Dann teilweise waren sogar Veranstaltungen bis 5000 Menschen möglich, haben, soweit ich weiß, nicht stattgefunden, aber sie waren genehmigungsfähig. Das Ganze wurde dann im November mit den steigenden Infektionszahlen und der sogenannten Berliner Corona-Ampel, die verschiedene Indizes über die Infektionslage wiedergibt, wurden Tanzveranstaltungen auch wieder draußen verboten und generell kulturelle Veranstaltungen. Wir haben dann noch das Thema Schnelltests. Das kommt jetzt gerade auf. So in verschiedenen Clubs in Deutschland werden Testzentren für Schnelltests von verschiedenen Anbietern eröffnet. Schnelltests werden in der Infektionsschutzverordnung zum Thema Veranstaltungen nicht ausdrücklich genannt. Das heißt, ihr könnt Schnelltests vor euren Veranstaltungen durchführen, um jetzt ein Lagebild irgendwie über diesen Moment, wo der Schnelltest gemacht wird, zu erlangen. Diese Schnelltests entbinden euch aber nicht davon, verschiedene Hygienemaßnahmen umzusetzen, wie den Mindestabstand oder eine Mund-Nasen-Bedeckung oder das Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung. Das heißt, wenn ihr jetzt Schnelltests von euren Gästen macht, dann müsst ihr euch trotzdem an die anderen Maßnahmen halten. Genau, dann noch eine Erfahrung aus dem ganzen Sommer. Wenn ihr jetzt zum Beispiel ein Hygienekonzept habt und die Polizei prüft es, beziehungsweise wenn die Polizei vorbeikommt, wird sie das Hygienekonzept nicht selber prüfen, sondern sie wird die Umsetzung der Hygienemaßnahmen prüfen. Also sie werden jetzt nicht das Hygienekonzept für Seite durchgehen, sondern sie werden ungefähr wissen, was in den Infektionsschutzverordnungen vorgegeben ist und werden auf die Umsetzung dieser Maßnahmen kontrollieren. Und damit übergebe ich an meinen Kollegen Erich Josef, der jetzt die Behördenarbeit vorstellt. Vielen Dank, gute Überleitung. Also, wie Michael gerade erwähnt hat, kann die Polizei auf jeden Fall euer Hygienekonzept verlangen, werden sie aber wahrscheinlich nicht, sondern sie werden die Veranstaltung begehen. Egal, ob eure Veranstaltung privat oder öffentlich ist, haben sie das Recht drauf, in die Veranstaltung hinzugehen und die Umsetzung der Maßnahmen, der Hygienemaßnahmen zu überprüfen. Dennoch können Sie
sowohl die Polizei als auch das Gesundheitsamt eure Dokumentation von den Gästen kontrollieren. Allerdings kann diese Dokumentation digital oder auch ausgedruckt vor Ort sein. Wie haben Behörden in der Vergangenheit reagiert? Ganz unterschiedlich. Es kam zu Fällen, dass die Polizei auf die vermeintlichen Verstoß von den Hygieneregeln bei Partys die Veranstaltung aufgelöst haben. Es kam zu Fällen, wobei sie kontrolliert haben, geprüft haben und abgehauen sind. Oder auch, dass sie bedroht haben, die Veranstaltung aufzulösen, aber dann doch nicht zustande gekommen ist, weil deren Argumenten sich auf nicht aktuellen Infektionsschutzverordnungen bezogen haben. Also das hängt viel davon ab, wie ihr die Maßnahmen umsetzt und wie ihr mit der Polizei oder mit den Behörden spricht. Und da komme ich zurück zu der Umgang und die Kommunikation mit den Behörden. Ganz wichtig, dass wenn so ein Fall bei euch vorkommt, dass ihr euer Hygienekonzept ausgedruckt dabei habt, bestenfalls die aktuellste Infektionsschutzverordnung bei euch habt oder entweder ausgedruckt oder sichtbar, worauf ihr euch beziehen könnt, die Dokumentation der Teilnehmerinnen, die Nutzungsvereinbarung von der Fläche, wo ihr die Veranstaltung macht, sei es einen Vertrag in Form eines Vertrags oder in eine Nutzungsvereinbarung mit dem Bezirk, wenn es auf eine öffentliche Fläche ist. Und dann auf jeden Fall diese Emissionsschutzgenehmigung. Und wie solltet ihr mit den Behörden umgehen? Auf jeden Fall kooperativ. Immer kooperativ. Im besten Fall nur eine Ansprechperson. Und wenn diese Ansprechperson gleichzeitig die hygienebeauftragte Person ist, dann kann das sehr vorteilhaft sein. Und diese Person sollte auch nüchtern sein. Das ist auch ganz vorteilhaft. Und ja, ganz wichtig, keine Unterhaltung mit der Polizei, wenn es nicht sich um das Hygienekonzept und um die Veranstaltung geht. Okay, und jetzt kommen wir zu dieser Frage, wann unterscheidet sich eine private von einer öffentlichen Veranstaltung, da es halt in den verschiedenen Infektionsschutzverordnungen verschiedene Regelungen für die beiden Arten von Veranstaltungen galten, will ich jetzt hiermit ein bisschen diesen Unterschied klar definieren. Also private Veranstaltungen sind laut Veranstaltungsrecht unabhängig von der Lokalität und können in einer gemieteten Lokation, auf einem privaten Grundstück oder auf einem öffentlichen Platz stattfinden. Eine Veranstaltung ist nur durch die Abgrenzbarkeit und die Verbundenheit zwischen Veranstaltenden und oder Teilnehmenden definiert. Das heißt, eine öffentliche Veranstaltung ist für jeden zugänglich. Es gibt nicht unbedingt eine Verbundenheit zwischen den Gästen und die veranstaltende Person oder Personen. Aber bei einer Privatveranstaltung kennen sich alle Teilnehmerinnen untereinander oder haben eine gewisse Verbundenheit mit der veranstaltenden Person. Und der Zugang ist nicht für jede geleistet, also es ist begrenzt. Auf jeden Fall können wir rechnen, dass öffentliche Veranstaltungen mehr Kapazität an Menschen haben, also laut die letzte Infektionsschutzverordnung, wo Tanzlustbarkeiten erlaubt waren, konnte man bei öffentlichen Veranstaltungen im freien Himmel bis 1000 Leute haben, die davor hatte bis 5000 Menschen und bei privaten Veranstaltungen nur 50, weil
es sich gezeigt hat, wie Micha vorhin erzählt hat, dass keine Daten bei privaten Veranstaltungen gehen von den vermeintlichen Infektionen und man kann kaum kontrollieren, ob da ein Hygienekonzept vorliegt und umgesetzt wird. Und das ändert sich bei den öffentlichen Veranstaltungen. Und jetzt hier somit wollen wir uns den Sommer 2020 anschauen. Ja, wie Erich gerade schon vorgegriffen hat, es gibt keine Datenlage über Ansteckungen bei privaten Veranstaltungen. Es gibt aber Daten über Ansteckungen bei öffentlichen Veranstaltungen und vor allem auch, was uns natürlich betrifft, in Berliner Clubs. Man muss dazu sagen, dass in Berliner Clubs dieses Jahr Indoor, also in geschlossenen Räumen, nicht gefeiert werden durfte. Das heißt, diese Daten werden sich höchstwahrscheinlich ausschließlich auf Open-Air-Veranstaltungen in Clubs, also sei es Open-Air-Clubs oder Freiflächen von Clubs, beziehen. Diese Anfrage, die ich hier verlinkt habe, die hat Georg Kössler von den Grünen gestellt und es geht um Daten. Ich sehe gerade, hier ist ein Fehler. Genau, es steht dort vom 13. Juli bis zum 14. Oktober. Die Anfrage selber ist aber vom 23. September. Ah, ich sehe gerade, es ist kein Fehler. Diese Anfrage ist am 23. September eingegangen. Sie wurde aber erst später beantwortet, deswegen dieser Twist. Genau, also vom 13. Juli bis zum 14. Oktober gab es einen Ausbruch mit 8 Fällen in Berliner Clubs. Wo wir jetzt natürlich sehen, also es gab dieses große Bild des Clubs oder des der Party, die jetzt zu so einem Corona-Hotspot wird. Das wurde medial sehr groß aufgezeichnet. Das sehen wir hier auf jeden Fall nicht bestätigt. Clubs, die öffentliche Veranstaltungen veranstaltet haben mit Hygienekonzept, können sehr sicher veranstalten. So, es gibt keine Datenlage, die das Gegenteiliges aufweist. Es lief eigentlich sehr gut. Es sind mehr Ausbrüche in Bars und in Restaurants bekannt als in Clubs. Das heißt natürlich nicht, dass es nicht mehr gab, aber es lässt sich jetzt nicht beweisen. Genau, diese Anfrage ist eigentlich sehr interessant. Dort stehen auch die Daten zu Bars und zu Restaurants drin. Schaut sie euch ruhig mal an. Dann, was auch noch der Sommer 2020 war, es wurden Festivals veranstaltet. Das ist ein Bild von einem Festival in Brandenburg. Dort wurde eine, das hat auch legal stattgefunden. Es wurden Hygieneschutzmaßnahmen umgesetzt, Hände desinfizieren, Fiebermessen am Eingang. Es gab hier sichtbar auf der Tanzfläche vollkommen das Maskengebot, also man musste eine Mund-Nasen-Bedeckung aufziehen, ganz egal, ob man Abstand gehalten hat oder nicht. Hier wurde auch der Kompromiss dahin gefunden, dass man auf der Tanzfläche nicht mehr 1,50 Abstand halten musste. Gleichwohl durfte man aber auch nicht super eng beieinander stehen. Also es wurde immer ausgedünnt, aber es gab nicht mehr die Pflicht vom Abstand halten und die Maske tragen. So, hier wurde ein Kompromiss gefunden. Okay, dann kommen wir auch schon zu einem möglichen Hygienekonzept, beziehungsweise zu Teilaspekten dessen. Ich übergebe wieder an Erich. Dankeschön. Wie ihr hier hier sehen könnt, wir haben Risikoanalyse als Ausgangspunkt und dann werde ich auf wichtige Bausteine von dem Hygienekonzept. So, bei der Risikoanalyse solltet ihr als veranstaltende Person die Ansteckungsmöglichkeiten bei der Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung der Veranstaltung feststellen. Und dabei solltet ihr auf den Mindestabstand, die Lüftung
Situation und die potenzielle Kontaktflächen achten. Und aus dieser Analyse solltet ihr dann eure entsprechende Hygienemaßnahmen für die jeweiligen Flächen von der Veranstaltung und die daraus entwickelten Anweisungen, die ihr an euren Gästen und an eurem Personal geben wollt. Jetzt fange ich so mit dem Baustein von einem Hygienekonzept. Ihr sollt zu einem Punkt Nummer 1, das ist so die Veranstaltungsbeschreibung, die Eckdaten, so wie viele Teilnehmende ihr dabei haben wird, 200, 500, 2000. Das ist wichtig, weil da zwischen dem Verhältnis von den Teilnehmenden und die Größe der Fläche gibt es einen Ausmaß von, okay, wie viele können überhaupt da sein, wobei diese 1,50 Meter eingehalten werden kann. Das heißt, die Flächen aktuell oder in dem Sommer haben begrenzte Kapazität von Gästen, je nach die Größe. Deshalb solltet ihr diese zwei Punkte da erwähnen und wann es anfängt und beendet und eure hygienebeauftragte Person, ihre Name, Tele, Handynummer und E-Mail. Und dann kommen wir zu der Dokumentation. Ihr sollt da, das bezieht sich auf die Infektionsschutzverordnung von Berlin. Diese Daten sollten auf jeden Fall dabei sein, also solltet ihr erfassen. Und ihr beschreibt ein Hygienekonzept, wie ihr das machen wollt und machen wird. Entweder ob ihr das mit eurem Ticketing-System machen wird oder mit einer eigenen Software. Ob ihr das im Vorhinein von der Veranstaltung machen wird oder beim Eingang. Wir empfehlen auf jeden Fall, dass man das im Vorlauf durchführt, sodass ihr eine Übersicht darin könnt, wie viele Teilnehmerinnen überhaupt zu der Veranstaltung kommen und nicht, dass auf einmal eine riesen Schlange sich bildet und wobei da schwierig jene Maßnahmen einzuhalten sind. Und jetzt, dass wir zum Thema Schlangen gehen, gehen wir zum Einlass. Also da musstet ihr nach diesen zwei Aspekten beschreiben, wie ihr den Ein- und Auslass gehandhabt haben wollt. Und dazu müsst ihr auf jeden Fall beide voneinander räumlich getrennt haben. Und da solltet ihr auf jeden Fall die Dokumentation prüfen, die auf die Hygienemaßnahmen einweisen, ein gewisses Desinfektionsmittel zur Verfügung stellen und zum Thema Schlangen einfach vielleicht 1,50 Meter Abstand bei der Schlange mit bedenken. Also man kann der Spot, wo die Schlange sich bauen könnte, halt schon mit Beschilderung festlegen, wo die Gäste sich positionieren sollen. Aber wir empfehlen auf jeden Fall auch, dass ihr extra Personal davor einplant, die sich nur mit der Einhaltung von dem Mindestabstand und das Tragen der Mund-Nasen-Bedeckung bei der Schlange sich kümmert. Weil das ist eine extra Aufgabe, was vorher nicht gab. Also da am besten einfach nur eine oder zwei Personen mehr einplanen, die euren Türpersonal unterstützen. Und ihr könnt Menschen, die Symptome A zeigen, den Zutritt verweigern. Diese ganze Ablauf solltet ihr bei eurem Hygienekonzept beschreiben. Und da haben wir schon einen Punkt von den Anweisungen an Gästen und Mitarbeitern erfasst. Da die Anweisungen an euren Mitarbeitern bei der Tür, das ist schon gerade eben beschrieben. Aber ihr solltet dann auch für jede Fläche von der Veranstaltung die genaueren Maßnahmen für die Gäste und für euren Personal beschreiben.
Ganz wichtig ist, dass ihr die Kommunikation zu diesen Hygienemaßnahmen auch im Vorfeld der Veranstaltung durchführt. Wenn ihr diesem Ticketing-System einplant, dann könnt ihr die Hygienemaßnahmen beim Einkauf vom Ticket zuschicken, sodass alle Bescheid wissen. Und nichtsdestotrotz solltet ihr genügend Beschilderung auf alle Bereiche von der Veranstaltung anhängen. So, Eingang an der Bar, an der potenziellen Schlange, an den Sanitäranlagen, beim DJ-Pult, bei der Tanzfläche. Einfach euch die Mühe geben, dass es halt überall sichtbar ist, dass alle die Maßnahmen von dem Hygienekonzept wissen. Und wenn es dazu kommt, dass jemand wiederholt nicht auf die Hygienemaßnahmen achtet, dann seid ihr rechtlich in der Lage, ein Hausverbot dann zu erteilen. Und das solltet ihr auf jeden Fall bei eurem Hygienekonzept, bei diesem Punkt Anweisungen an Gäste und Mitarbeiterinnen, auch erwähnen, dass wenn jemand diese Hygienemaßnahmen nicht folgt, einfach aus der Veranstaltung entfernt wird und ein Hausverbot erteilt bekommt. Okay, jetzt werde ich noch ein bisschen so Beispiele von Tanzfläche. So mit dem, was Michael über dieses Festival in Brandenburg erzählt hat, da konnten zum Beispiel die Menschen, mussten die eine Mund-Nasen-Bedeckung tragen und davor konnten sie auf den Mindestabstand verzichten, aber nicht, dass sie zu eng zueinander kommen. Das haben wir in Clubs von Berlin oftmals so gesehen, dass als Maßnahme eingeführt wird, dass Menschen bei der Tanzfläche eine Mund-Nasen-Bedeckung tragen sollen. Aber dann gab es auch Unterschiede. Einige haben halt diese Pflicht nach Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung überall in der ganzen Veranstaltung, egal ob man sitzt oder tanzt oder läuft, einfach überall. Andere haben gesagt, es gibt verschiedene Bereiche, wo man sich sitzen kann, und wenn man sitzt, darf man die Maske ausziehen, aber dabei soll dieser Mindestabstand gewährt werden. Und andere haben eine Maßnahme eingeführt, wobei die Maske nur getragen werden soll, wenn der Mindestabstand nicht gesichert ist. Das ist aber, hat sich als sehr aufwendig gezeigt, weil davor man viel mehr Personal einplanen muss. In diesem Sommer hat sich so ein deutlichen Zuwachs an Awareness-Teams erwiesen, weil für die Einhaltung dieser Hygienemaßnahmen ein Awareness-Personal, ein Awareness-Team sehr grundlegend ist. Und besonders bei dieses Beispiel C, sollte man mit mehr einen größeren Awareness-Team berechnen. Also man sollte da auf jeden Fall viel mehr Leute einplanen. Das ist je nach Fläche, Location und Veranstaltungsart unterschiedlich. Das könnt ihr selber entscheiden. Und ja, das ist zum Thema Tanzfläche. Ich sehe hier bei der Bar, hat jeder oder viele von euch schon so diese Plexiglas mitbekommt, dass da jeder Kontakt mit den Barkeeperinnen vermieden wird, so einen direkten Kontakt, und dass bei jeder von diesen Sweet Spots, sagen wir mal, ein Desinfektionsspender zu finden war. Das könnt ihr auch auslegen, solltet ihr auch bei eurem Hygienekonzept so beschreiben. Und jetzt kommen wir zu den Sanitäranlagen. Das ist auch ein komplexer Punkt. Und Michael wird weiter. Ja, die Sanitäranlagen. Sanitäranlagen kriegen hier nochmal eine extra Gewichtung, einfach weil Sanitäranlagen meistens sich in geschlossenen Räumen befinden und wie wir mittlerweile eigentlich wissen sollten, sind geschlossene Räume und vor allem, wenn sich dort infizierte Personen aufhalten, besonders gefährdete Bereiche.
Nochmal Stichwort Aerosole. Darauf werde ich jetzt nicht weiter eingehen, so da ist eigentlich genug bekannt und auf dem Kongress jetzt gibt es bestimmt auch nochmal Themen dazu. Genau, also ihr solltet auf jeden Fall hier in diesen geschlossenen Räumen auf eine gute Belüftung achten, sodass diese Aerosole sich in die Außenluft verteilen können und dort eigentlich nicht mehr schädlich sind. Ihr solltet auf jeden Fall enge Reinigungsintervalle einplanen. Wir empfehlen dazu, immer eine halbe Stunde nicht eine halbe Stunde einzuplanen, sondern jede halbe Stunde eine Reinigung vorzunehmen, und zwar eine Reinigung aller Kontaktflächen. Ihr könnt zusätzlich eure Gäste dazu anweisen, über Beschilderung oder über jemanden, der es ihnen sagt, also dazu anweisen, dass sie selber Kontaktflächen desinfizieren, bevor sie zum Beispiel die Toilette benutzen. Das sollte euch aber nicht davor entbinden, selber diese Flächen zu reinigen. Ihr wollt oder ihr solltet auch darauf achten, dass ihr größere Gruppen ausdünnt und dass es jetzt nicht zu so einer großen Gruppenbildung und dadurch zu vielen Menschen in euren Sanitärräumen kommt. Also ihr könnt zum Beispiel ein Einbahnstraßensystem einführen, wo es bei den Toiletten reingeht und dann geht es weiter zu den Waschbecken und dann geht es auf der anderen Seite wieder raus, sodass die Leute nicht immer so gegeneinander laufen, genauso wie es beim Eingang und im Ausgang eigentlich gedacht ist. Kurze Verschnaufpause. genau, dann das Thema Desinfektionsmittel. Das solltet ihr auf jeden Fall bereithalten. Wenn ihr zum Beispiel draußen, wo es keinen Wasseranschluss gibt, ein Open Air veranstaltet, dann solltet ihr genug Desinfektionsmittel bereithalten, vielleicht noch Einwegtücher, dass die Leute sich die Hände danach abwischen können. Was immer besser ist als Desinfektionsmittel auf so Open Airs ist, oder fast immer besser ist, sind Waschmöglichkeiten mit Seife. Dass die Leute sich mit Wasser den Dreck von den Händen waschen können. Es ist irgendwann mit der Zeit relativ unangenehm, wenn man sich immer so den ganzen Dreck an den Händen desinfiziert. Es mag zwar helfen, Infektionen vorzubeugen, aber es ist irgendwann halt einfach nicht mehr schön. So, Best Case ist dann natürlich Waschmöglichkeit mit Seife und Desinfektionsmittel. Achtet am besten auch darauf, dass ihr genug Waschmöglichkeiten habt, dass es nicht nur ein Waschbecken gibt für 1000 Gäste oder 999 Gäste, da muss man sich nicht an die Gaststättenverordnung halten. Oder dann gilt die noch nicht bei öffentlichen Veranstaltungen. Achtet darauf, dass man die Möglichkeit hat, sich lange die Hände zu waschen, ohne dass sich wieder Gruppen bilden. Genau, dann das ganze Desinfizieren beruht darauf, dass es sogenannte Schmierinfektionen gibt. Dazu gibt es immer noch Forschung und immer wieder neue Erkenntnisse, ob jetzt Schmierinfektionen oder Corona-Infektionen über Schmierinfektionen stattfinden. Ich persönlich habe jetzt tatsächlich nichts Genaues dazu gefunden. Es wird mal gesagt, dass es darüber stattfinden kann, aber es gibt keinen Fall, wo das nachgewiesen wurde. Bitte korrigiert mich, wenn das anders ist. Diese Informationslage ist aber keine Grundlage dafür, diese Reinigung nicht stattfinden zu lassen. Das solltet ihr wissen. Also macht es ruhig. Das ist eine gute Sache. Genau, und dann noch das Worst-Case-Szenario. Also wir haben diese ganzen Infektionen, nicht Infektionen, sondern wir haben diese ganzen Maßnahmen, um mögliche Infektionen auf unseren Veranstaltungen zu vermeiden. Das heißt, wir gehen eigentlich davon aus, dass eine Person infiziert ist und durch unsere Maßnahmen verhindern wir, dass sie andere Personen ansteckt. Gleichwohl müssen wir dann aber auch einplanen, und das sollten wir auch einplanen, wie wir denn mit einem möglichen Fall von einer Corona-Infektion umgehen. So, wenn wir das am Eingang jetzt nicht feststellen, sondern die Person auf unserer Veranstaltung irgendwie Symptome entwickelt wie Fieber oder sie schmeckt auf einmal nichts mehr. Dafür haben wir euch hier so eine kleine Anweisung geschrieben.
Ihr könnt es anders handhaben, ihr könnt es genauso handhaben. Wichtig ist aus meiner Sicht, dass ihr auf jeden Fall auf eure Sicherheit achtet und auch auf die Sicherheit eurer Mitarbeitenden. Das heißt, wenn ihr jetzt eine Person betreut oder betreuen müsst, die potenziell infiziert ist, dann benutzt auf jeden Fall sichere Masken wie FFP2 oder FFP3-Masken, Schutzhandschuhe, Schutzbrillen, Anzüge, wenn es geht. Genau, isoliert diese Person, isoliert auch die Kontaktperson, haltet dafür am besten extra Räume bereit, wenn es möglich ist. Genau, ihr könnt dann ein Krankenhaus kontaktieren oder es gibt auch mittlerweile extra Notrufe für mögliche Corona-Fälle. Dort wird euch oder ihr könnt auch einen Arzt kontaktieren. So, es wird euch auf jeden Fall weitergeholfen. So, ihr seid nicht alleine. Genau, nehmt auf jeden Fall Kontakt zum Gesundheitsamt auf. Diese werden dann unter Umständen auch die Dokumentationslisten eurer Gäste verlangen. Seid dazu verpflichtet, die dann weiterzugeben. Ja, achtet darauf, dass diese Dokumentation vollständig ist. In Berlin ist es mittlerweile so, dass wenn diese Dokumentationen falsch sind oder Gäste, die falsch ausschreiben, werden sowohl die Gäste, die das falsch ausgefüllt haben, als auch die Veranstalter dafür belangt. Also ihr seid dazu tatsächlich auch verpflichtet dann, sonst kann das sehr teuer werden tatsächlich. Informiert also das Gesundheitsamt, die werden das dann vielleicht verlangen. Ihr könnt eure Gäste dann darauf hinweisen oder darum bitten, dass sie sich selber isolieren oder quasi in Quarantäne gehen. Ihr könnt sie aber nicht in Quarantäne schicken. Das kann nur das zuständige Gesundheitsamt. Also das könnt ihr nicht machen. Alles klar, dann kommen wir auch schon zum Ende. Wir haben hier noch weiterführende Links. Wir haben einmal einen Link zur Berliner Infektionsschutzverordnung. Wir haben dann im zweiten Link selber ein Hygienekonzept verfasst, welches ihr gerne weiterverwenden könnt. Achtet bitte darauf, dass wir es, wie schon am Anfang erläutert, nicht zur Prüfung vorlegen konnten. Wir wissen aber, dass es schon öfters eingesetzt wurde und bestimmt auch eingesetzt wird und es damit eigentlich keine Probleme gab. Wir werden aber trotzdem keine Haftung dafür übernehmen. Ihr könnt uns aber Fragen dazu stellen. Das heißt, wenn ihr uns Fragen dazu stellen wollt, findet ihr uns auf jeden Fall im Internet, wenn ihr unseren Namen in der Suchmaschine eures Vertrauens eingibt. Und der dritte Link ist ein Link zum Visit Berlin, zum Hygienerahmenkonzept, über welches ich kurz gesprochen habe. Dort stehen auch wichtige Informationen drin. Wie gesagt, diese ganzen Hygienemaßnahmen werden sich im Detail je nach Bundesland unterschiedlich verhalten. Im Grunde sind es aber eigentlich immer dieselben, weil die Krankheit, die es zu bekämpfen gilt, eigentlich nicht Unterschiede an den Ländergrenzen macht. Okay, dann möchten wir uns gerne von euch verabschieden. Jo, dann vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und viel Spaß noch bei dem Kongress. Tschüss. Jetzt erstmal lüften, wa? Jetzt wird gelüftet. Ja, vielen Dank, Micha und Erich, für diesen informativen Vortrag. Ich habe jetzt hier auf der Bühne noch Micha sitzen, in gebührendem Abstand natürlich, und will jetzt noch ein paar eurer Fragen beantworten. Eine Frage ist zum Beispiel, wer muss denn alles dieses Hygienekonzept lesen? Also muss das publiziert werden, wenn man eine Veranstaltung macht, kommt es dann auf die Webseite, schickt man das allen Gästen, reicht es, wenn die Mitarbeitenden es lesen? An wen muss man das verteilen? Also es ist wichtig, dass dieses Hygienekonzept von allen gelesen wird, die es betrifft, also alle Menschen. Das heißt, ihr als veranstaltende Person schreibt im besten Fall dieses Hygienekonzept, gibt es den Menschen, die euch helfen, die bei euch mitarbeiten. Und reicht es auch vor der Veranstaltung nach Möglichkeit an eure Gäste weiter, dass diese auch wissen, was auf sie zukommt für Maßnahmen. So, es gibt häufiger, dass bei Veranstaltungen dieses Hygienekonzept im Vorhinein nicht weitergegeben wird. Und dann habt ihr das Problem, dass
ihr eure Gäste darin einweisen müsst und das kostet euch Zeit. So, ihr wollt eigentlich Schlangen am Eingang verhindern und da ist es am besten, wenn eure Gäste vorher Bescheid wissen, woran sie sich halten und was sie machen sollen. Okay. Und ihr hattet gesagt, dass eventuell auch mal die Polizei vorbeikommt und es kontrolliert. Hast du eine Ahnung oder kannst du sagen, ob die Polizei, die solche Veranstaltungen kontrolliert, dann auch wiederum eigene besondere Schulungen darauf hatte? Weil das ist ja eigentlich nichts, was man, wenn man Polizei lernt, automatisch mitbekommt, wie so ein Hygienekonzept aussehen muss und wie das umgesetzt werden muss. Also kommen da besonders geschulte Leute oder wer kommt da genau gucken? Soweit ich weiß, ist die Polizei nicht besonders geschult darin. Sie kennen aber die Infektionsschutzverordnung. Leider sind sie nicht immer auf dem neuesten Stand, was in der Vergangenheit schon zu Problemen geführt hat. Ihnen sind aber die Konzepte bewusst vom Abstand halten, vom Maske tragen. Und wenn man selber die aktuelle Infektionsschutzverordnung vor Ort hat, kann man sie im Zweifel auch vorlegen und den Beamten, die vielleicht gerade nicht unbedingt Bescheid wissen oder eine andere Meinung haben, ihnen das zeigen. Das kann auf jeden Fall hilfreich sein. Am Ende sind aber die Polizisten und die Beamten und Beamtinnen immer am längeren Hebel. Ja. Hier kommt noch eine Nachfrage. Wieso denkst du, dass Tanzveranstaltungen weniger nachgewiesene Infektionen haben als der Gaststättenbetrieb? Wieso ich das denke? Genau, also hast du da Anhaltspunkte? Ja, und zwar in der Anfrage von Georg Kössler wurde tatsächlich darauf eingegangen, auf den Gaststättenbetrieb, auf öffentliche Tanzveranstaltungen und es sind mehr Ausbrüche bekannt im Gaststättengewerbe als in Tanzveranstaltungen. Ich habe das jetzt in der PowerPoint nicht niedergeschrieben, aber ihr könnt es selber nachlesen, die Anfrage ist öffentlich. Über das Berliner Abgeordnetenhaus ist sie einsehbar. Schaut sie euch ruhig an. Okay. Hast du eigentlich schon viele Hygienekonzepte, viele verschiedene in den Händen gehabt? Tatsächlich mehrere. Ja, und unterscheiden die sich stark oder ist das richtig? Kann man auf jeden Fall. Ich hatte welche, die waren 2 Seiten lang. Ich hatte welche, die waren 25 Seiten lang. Es werden auf jeden Fall unterschiedliche eigene Ansprüche daran gestellt. So mein Anspruch aufgrund meiner Arbeit ist relativ hoch. Es ist natürlich auch eine Frage, wie sehr man sich in die Thematik reinarbeitet und am Ende geht es immer um die Umsetzung. Also ich kann auch viele schöne Maßnahmen aufschreiben und sie am Ende nicht einhalten oder ich schreibe es kurz und knapp auf und habe eine super Veranstaltung ohne Infektionsgeschehen. Ja, ich denke, too long didn't read sollte man wahrscheinlich vermeiden, ne? Wenn so lange das niemand mehr das liest, dann ist es auch nicht so viel. Hier gibt es jetzt noch einen längeren Kommentar oder Frage. Ich lese das jetzt einfach mal so vor. Wird überprüft, ob Hygienekonzepte zwar an sich Anforderungen erfüllen, aber einfach weitergehen könnten? Takeaway-Restaurant, das Gäste mit Aperitif, das heißt ohne Mund-Nasen-Schutz, in einen Warteraum setzt, statt sie im Auto warten zu lassen oder bei gutem Wetter im Freien. Also die Frage ist letztendlich, wird überprüft, ob ein Hygienekonzept zwar okay ist, also den Anforderungen erfüllt, aber eigentlich für die Situation also hätte noch weitergehen können? Ich konnte der Frage jetzt nicht ganz folgen. Ich probiere es mal, soweit es geht, zu beantworten. Also die Hygienekonzepte werden jetzt direkt von Beamten vor Ort nicht geprüft, sondern nur vom Amt selber. Vor Ort werden eher die Umsetzung der Maßnahmen kontrolliert. Dies ist durch so den Kontaktbeamten durch ihre Erfahrungen dann auch eher bewusst, so wie die Maßnahmen umgesetzt werden und dann wird nicht direkt nachgelesen, was im Hygienekonzept steht. Ich hoffe, das beantwortet die Frage. Dankeschön. Ja, damit haben wir alle Fragen aus dem virtuellen Publikum abgearbeitet.
Hast du selber noch, sagen wir mal, einen Wunsch oder eine Hoffnung, wie es 2021 weitergehen könnte? Also ich hoffe, dass wir im Frühling, spätestens Anfang Sommer, wieder vernünftig Veranstaltungen draußen durchführen können. Und ich wünsche mir tatsächlich auch Vertrauen darin, dass wir diese Veranstaltungen sicher durchführen können, weil eigentlich die Erfahrung gezeigt hat, dass dies möglich ist und auch gemacht wird. So, die Menschen wollen feiern, ihnen ist bewusst, dass sie durch die Nichtanwendung von diesen Maßnahmen oder von ähnlichen Maßnahmen sehr schnell negative PR und natürlich auch ein größeres Infektionsgeschehen hervorrufen und dadurch auch ihre Sehnsucht nach Normalität und nach auch normaleren Veranstaltungen wieder in weite Ferne rückt. Von daher sind Menschen auch bereit, diese Maßnahmen bis zu einem gewissen Grad hinzunehmen. Und diese Einsicht wünsche ich mir sowohl von der Politik als auch von der Polizei und von den Menschen, die das Ganze vielleicht kritisch sehen oder kritisch sehen. Okay, Micha, dann herzlichen Dank, dass du da warst und auf ein besseres 2021. Auf ein besseres 2021. Okay.